Hallo, ich bin Pascal von HK Audio und ich spreche heute mit Patrick Schafroth. Ja, und ich würde sagen, Patrick, stell dich doch am besten mal selbst kurz vor. Also, mein Name ist Patrick Schafroth. Ich bin der Sales and Application Manager für den Live-Bereich bei SDS Music Factory in Winterthur. Welche Produkte wurden von euch denn eingesetzt und zu welchem Zweck? Also, zum Einsatz in der Bodensee Arena kam die HK Cosmo. Wir haben da die C8 ausgewählt. Darin wurden total 24 Einheiten davon verbaut in einem Center Array. Das besteht quasi aus vier Hangs für eine 360-Grad-Beschallung. Zwei Hangs mit je 7 C8, zwei Hangs mit 5x C8 für die kleineren Tribüne. Und dazu wurde noch quasi ein Center-Sub ausgewählt, bestehend aus vier Zeilen der CSC-Sub 118, die quasi zentrisch geflogen wurde, um eine homogene Passverteilung auch in der Halle zu erreichen. Und sag uns doch bitte nochmal, wo genau die Produkte installiert wurden. Genau. Die Bodensee Arena ist in Kreuzlingen. Wirklich gerade eigentlich physisch an der Grenze zu Konstanz, direkt am Bodensee unten, also direkt eigentlich am See. Wunderschön, hinten dran ist der große Park mit Seeanschluss und ja, schöner Ort dort. Kannst du uns auch sagen, welche Veranstaltungen da normalerweise stattfinden? Von Juli bis März ist dort eigentlich der Eisbetrieb, also es ist ein sehr langer Betrieb, weil es eine kühle Halle ist. Haben sie sehr lange Eis drin. Es wird regelmäßig auch Eisdiscos werden darin veranstaltet und in den Zwischenmonaten dient sie auch für verschiedene Sportveranstaltungen. Also sie machen auch Tennis dort drin und verschiedene Produktionen wie GVs etc. Gibt es irgendwelche Besonderheiten, was die Akustik angeht und welche Herausforderungen mussten da gemeistert werden? Ja, es ist sicher einmal die Eishockey-Halle, sie fasst circa, glaube ich, 5000 Leute, grob geschätzt jetzt. Ich weiß die ganze Zahl nicht genau. Also es sind sicher die Kubatur und die Höhe der Halle. Es ist quasi so ein bisschen eine Gewölbedach-Halle. Das war mal einfach die Herausforderung, die Trimhöhe, die beachtet werden muss, weil halt eben auch Tennis gespielt wird etc., mussten wir die Arrays relativ hoch fliegen. Es gab keine Möglichkeiten, quasi dezentrale Beschallung zu machen, nur für die Tribünenränge. Und deshalb mussten wir wirklich quasi auf eine Center-Beschallung-Lösung für 360 Grad ausweichen. Akustisch ist ein klassischer Holzbau. Gab es eigentlich keine besonderen negativen Einflüsse feststellbar. Also was sicher sehr, sehr deutlich gesteigert wurde, ist der SDI-Wert. Die Sprachverständlichkeit gegenüber der alten Anlage, die ist dramatisch gestiegen. Zum positiven Sinn. Genau, es ging sicher in erster Linie, was ganz großes Augenmerk war vom Kunden, war die Sprachverständlichkeit, die deutlich gesteigert werden musste. Dazu kam sicher, dass das Voicing, das bekannte HK-Voicing, kam uns da sehr zu Hilfe bei diesem Projekt. Eine kleine Besonderheit quasi an diesem Projekt ist, dass die ganze Signalverarbeitung und Verteilung über ein QSC-QC-System gelöst wurde mit den dazugehörenden CXD-Verstärken. Wir haben da zusammen mit HK Audio, SDS und der Firma MediaBuild, die das Projekt begleitete, wurden Filterpresets für das QSIS zur Verfügung gestellt. Oder? Das ist so ein bisschen die kleine Besonderheit eigentlich an der Installation. Und warum hat sich der Kunde letztendlich für HK Audio entschieden? Kannst du uns das verraten? Das Cosmo bietet ein sehr, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und ist made in Germany und konnte sehr, sehr gut in die bestehende QSIS-Umgebung integriert werden. Die Installation wurde ja durch unseren Integrator MediaBuild ausgeführt und der Endkunde hat auch eine jahrelange Partnerschaft mit MediaBuild und verlässt sich da auch auf seine Expertise und das Serviceangebot für den Unterhalt auch der Anlage. Wir als Vertrieb
von HK Audio in der Schweiz haben das Projekt natürlich in der Planung unterstützt und die Umsetzung schlussendlich unterstützt. Also schlussendlich auch mit der Einmessung des Systems in der Halle vor Ort und die Übergabe zusammen mit Mediabild an den Endkunden. Das war eigentlich so der Hauptgrund. Das war's schon fast. Ich hätte gerne nur, wenn es geht, noch ein kurzes Statement zu Cosmo. Ja, Cosmo ist typisch, es ist made in Germany. Es ist sehr, sehr durchdacht mit den verschiedenen Konfigurationsmöglichkeiten, welche sehr flexible Lösungen für feste Installationen und natürlich auch für Verleiher bieten. Die Skalierbarkeit des Systems besticht wirklich auch durch sein Durchsetzungsvermögen und der Variabilität von den Komponenten bei großen und kleinen Veranstaltungen. Die offene Möglichkeit der Ansteuerung von Cosmo durch verschiedene DSP-Amps, was vom Anbieter her von HK Audio quasi ermöglicht wird. Es gibt für die Lab-Gruppen, es gibt Voicings für die Powersofts und eben auch quasi in Zusammenarbeit mit dem Application-Team von HK Audio auch für die QSC- und QSIS-Lösung. Und deshalb ist es wirklich sehr ein flexibles Produkt für verschiedene Applikationen. Patrick, vielen Dank für dieses Interview. Danke für deine Zeit.